Vielen Dank für die vielen positiven Resonanzen zu meinem Buch. Heute geht es um dieses Bild. Ja, dein Sonntagsvideo mal wieder. Ist jetzt ja wirklich regelmäßig. Das ist auch gut so, ich freue mich da jetzt schon immer drauf. Besonders auf deinen Kommentar, danke. Es geht um eine einfache Technik wieder, so wie beim letzten Mal. Im Film hatte ich noch überlegt, auf welcher Seite du die Lasurtechnik findest. Das ist auf Seite 26 im Buch. Und wieder das unkonventionelle Werkzeug. Wir starten heute wieder mit diesem Werkzeug und dem ein einfaches Werkzeug, was du wahrscheinlich auch im Haushalt hast. Du brauchst nur einen einzigen Farbton. Ich habe hier einen Kobalttürkis angemischt und trage das jetzt einfach mal auf meinem Werkzeug auf. Ich habe die Farbe flüssiger gemacht, aber gebe jetzt hier nochmal Wasser rüber, dann läuft die Farbe ein bisschen besser. Herrlich. Ist für mich schon wieder wie Wind und Wellen und Meer. Ja, und wie du das schon aus den anderen Videos kennst, mit dem Fensterwischer kannst du ja auch so Strukturen einarbeiten. Meine Farbe ist hier sehr flüssig, das heißt, die verläuft immer wieder. Ich kann sie dadurch gut ziehen, aber ich kann die Muster nicht so gut einarbeiten. Aber ich weiß, ich kann noch lange damit drum experimentieren und das mache ich jetzt hier einfach mal. Ich habe jetzt keinen genauen Plan. Ich habe jetzt hier einfach das Blau, wo ich mich drauf einlassen kann. Ich kann so ein bisschen abtauchen, kann ja diese schönen wellenförmigen Figuren aufnehmen und mich davon inspirieren lassen. Wie so eine frische Brise und jetzt tauchen hier so die kleinen Muscheln auf. Ich mag das Muster, das kennst du auch schon aus dem Porträt von mir, was du auch in dem Kanal findest. Das mag ich total gerne, finde ich passt ganz gut hierzu. Zwischendurch wisch auch immer wieder das Werkzeug mit einem Tuch sauber, dann kannst du hier neu die Farbe wieder rausnehmen. Ich hätte das natürlich auch so lassen können, diese Leichtigkeit des Blaus, einfach so wie so ein Windhauch durch das offene Fenster. Aber ich möchte natürlich noch ein bisschen weitermalen, mich weiter inspirieren lassen und diese Form nochmal aufgreifen, ein bisschen mit Weiß nochmal absetzen. Mal gucken, was da noch so entsteht.
Ich habe ja meine Farbe einmal trocknen lassen und jetzt siehst du hier schon wieder, dass sich die Farbe nicht so gut verstreichen lässt. Also muss ich noch ein bisschen Wasser dazu geben und dann geht das ein bisschen besser. Dann hat man sie nicht ganz so gut unter Kontrolle, aber ich kann sie anlösen und großflächiger verteilen und ich kann auch ganz langsam dabei arbeiten. Ich habe heute Live-Zuschauer hier, die aber nicht gesehen werden wollen. Können wir ja mal mit einbinden, ne? Weiter, ja. Ja, du siehst hier, ich kann also lange auf der Oberfläche arbeiten. Ich kann auch ein Tuch nehmen, mir die Ansätze dann einfach wieder abnehmen, weil der untere Farbton ja auch getrocknet ist. Das Ganze nennt man Lasurtechnik und das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Da gucke ich nachher nochmal auf welche Seite. Du legst hier also eine transparente Farbe über eine andere Farbe. Ja, jetzt siehst du hier nochmal, ich habe hier das trockene Tuch und wisch so leicht über die Farbe. Und dann kann ich die obere Farbe und das Motiv, also dieses abstrakte Muster, einfach schöner auftauchen lassen. Ich habe mir jetzt auch nochmal einen Farbton angemischt und den ziehe ich hier nochmal rüber. Also nicht so auf der Leinwand gemischt, sondern jetzt ziehe ich einen gemischten Farbton auf die leicht nasse Fläche. Ich habe es also nicht toll trocknen lassen. Daher kann sich das verschmieren. Also wenn du dir nicht sicher bist, warte und lass es einmal zwischendurch trocknen. Kann man hochkant hängen. Hochkant oder auch so. Sieht auch gut aus, gefällt mir auch sehr gut. Finde ich auch sehr schön. Sowas von der Welle, ne? Sieht aus wie so eine Welle, hier so rüberschwappt. Gefällt mir gut. Hier fehlt jetzt noch was. Da könnte ich mir vorstellen, da könnte ich noch was hinmachen. Ich weiß auch schon was. Das werde ich noch draufsetzen. Ja, ich habe mir da noch was einfallen lassen. Du siehst hier Blattgold, das habe ich ja noch in gar keinem Video gezeigt. Fiel mir ein, da dachte ich so, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, wie man gezielt Blattgold aufsetzen kann. Ja, das zeige ich dir einfach in einem anderen Video und im nächsten Video. Nächsten Sonntag werde ich das hochladen, immer um die gleiche Zeit. Das ist ja im Moment so unsere gemeinsame Mahlzeit sozusagen. Freue ich mich total drüber. Ja, das Bild trocknet hier gerade
ist noch sehr nass. Das zeige ich dir dann auch. So was Ähnliches kennst du. Das Bild kennst du schon. Das ist schon in meinem Kanal. Ist auch aus dem Buch. Und ja, ich danke dir für dein Like und für dein Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit meinem Besuch hier im Atelier. Ja, dann freue ich mich über deinen Kommentar. Bis dahin. Ja, im Buch auf Seite 118 und auf Seite 122 benutzt du ja auch das Werkzeug. Und ich denke, wenn du dir das Video nochmal anschaust oder auch das Video davor, was ich dir gezeigt habe, wie ich die Farbe dann auch mal schubse, das hilft dir nochmal bei den Projekten. Ja, ich freue mich auf nächsten Sonntag. Wieder um die gleiche Zeit. Bis dahin. Tschüss.